Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Abend. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen richtig tollen Tag. Und ich kann euch, ja, mit Stolz präsentieren oder mit Freude präsentieren, dass jetzt die Patch Notes 9.22 da sind. Gerade AD Carry Mains unter euch werden sich wahrscheinlich weniger freuen. Vielleicht andere sogar mehr freuen. Wir werden mal sehen. Es sind sehr, sehr viele AD Carry Changes dabei. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal mit den wichtigsten Änderungen bzw. den Notes an. Und zwar, heute Bankdrücken im Fitnessstudio hat insane gut geklappt. Ich glaube, ich kann beim nächsten Mal, sagen wir nicht beim nächsten Mal, sagen wir beim übernächsten Mal, eventuell schon die 35 Kilo pro Seite angehen. Ansonsten, Beinpresse war auch unglaublich geil, war. Also Beinpresse ist gerade am Anfang immer insane schwer, ne, was man da an Gewichte verschiebt. Holy shit. Bizeps und Trizeps ist auch alles fein. Ich hatte ein bisschen zu viel Handgelenk. Handgelenk wurde etwas genervt, glaube ich, bei Trizeps. Muss ich ein bisschen aufpassen. Das war vielleicht schon fast zu viel. Bisschen ruhiger angehen. Manchmal ist ein bisschen ruhiger auch besser. Ansonsten, der Espresso hat richtig reingeknallt. Ein bisschen zu sauer vielleicht. Also, oder zu bitter. Ne, zu sauer ist. Das heißt, da sollte man vielleicht erstmal, ja, ein bisschen nerven das Ganze, damit es ein bisschen schwächer wird. Gut. Kommen wir zu den ebenfalls wichtigen Änderungen, aber nicht ganz so wichtigen Änderungen. Zeno kommt jetzt in League rein, in die Kluft. Das heißt, sie wird wahrscheinlich nicht instant morgen da sein, sondern am Donnerstag, am Freitag, irgendwie so diese Tage wahrscheinlich. Ich habe ja Zeno schon gespielt und ja, ich hatte schon Videos drüber gemacht. Hier nochmal meine Meinung zu Zeno. Ich denke, als AD Carry kann man sie spielen, aber sie ist nicht besonders gut. Man kann es hier und da probieren, vielleicht auch im Jungle, vielleicht auch in der Midlane. Aber insane gut ist es nicht, auch wenn es auf dem PBE geklappt hat und ihr einige Videos gesehen habt. PBE ist immer was anderes, da haben die Leute leider keine Hände und auch keine Füße und spielen wie Bots. Deswegen ist es immer sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Ich habe aber das Gefühl, dass sie nicht so stark skaliert wie andere ADKs und im Late Game outscaled wird. Ja, ich weiß, ihre Passive ist sehr stark, aber sie hat... Ja, irgendwie ist ihre W nicht so richtig geil und ihre E ist nicht so richtig geil und die Ultimate ist nur als Finisher gut. Das heißt, sie hat ein Spell, um mit einem anderen AD Carry zu traden. Ja? Während Tristana, nur als Beispiel, zum Beispiel, ja okay, Tristana ist jetzt auch nicht das beste Beispiel, ne, aber sie hat ihre Range, sie hat ihre Q als Attack Speed und sie hat ihre Ultimate noch als bisschen CC und W vielleicht noch für Mobility. Während die anderen Sachen bei Zeno nicht ganz so geil sind. Ich denke, sie wird vor allem ein Support-Champion sein. Sie macht auf jeden Fall super viel Spaß. Vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Item-Build, der sie doch vielleicht sogar viable macht auf der Support-Position, auf der ADK-Position. Muss man aber schauen. Ash ist ja aktuell sehr, sehr stark und man beschwert sich oft, dass sie vielleicht sogar zu stark ist. Gerade ihr Bully-Potenzial auf der Lane, das heißt, dass sie ständig diese Volley auf dich schießt. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, 50 Mana, das ist quasi geschenkt, ne? Also ich hätte sogar gesagt, 80 Mana, dann kannst du den Prügel auch haben, ne? Dann ist das Ding aber gut bezahlt. Naja, 70 Mana ist aber auch fein, 70 Mana ist gut, 50 ist wirklich zu wenig, lasst uns ehrlich sein. Wird aber auch echt ein harter Nerf sein, 70 Mana ist schon viel. Ne, die W von Ashe ist nervig, aber jetzt auch nicht insane stark. Vor allem kann man auch easy blocken, wenn Minions dazwischen sind. Blitzcrank. Blitzcrank wurde ja insgesamt auch hier und da immer mal wieder gebufft, ist aktuell zu stark, macht vor allem zu viel Schaden. Sein Q, sein Rocket Grab macht jetzt auf Stufe 1 bisschen weniger Schaden und später sogar 30 weniger Damage. Ich denke mal, es ist trotzdem fein. Klar, etwas weniger Schaden, aber die Stärke von Blitzcrank Grab ist ja natürlich, dass du jemanden grabst, ne? Und meistens ist dann eh genug Schaden da. Ich denke, das ist absolut fein. Alvan gibt es hier ein paar Bugfixes, nichts Spezielles. Kaiser. Kaiser ist natürlich auch dabei mit dem Icassian Rain, so nenne ich ihn jetzt mal, oder Icassian Rain. Und zwar ist das eine Theorie Q und das ist so ein bisschen wie, wenn sie, so wie Kha'Zix allein auf ein Ziel ist und die Q macht, dann fliegen natürlich all diese Nadeln, vor allem wenn sie das empowered hat, auf ein Ziel. Es sind, glaube ich, insgesamt 12 Stück. Ich bin leider kein Kaiser-Main, vergibt mir, aber ich denke, es sind 12. Und das prügelt übelst rein. Gerade auf isolierte Ziele. Wenn zwei, drei Gegner sind, dann ist das nicht ganz so ein Problem, aber dieser Solo-Damage und der soll genervt werden. Das heißt, der Follow-Up-Damage nach der ersten sind jetzt 25% anstatt 30%. Das tut natürlich weh, weil natürlich alle Dinger, die danach kommen, jeweils 5% weniger Schaden machen. Na, das könnte schon wehtun, aber klar, auch über Kaiser beschweren sich extrem viele aktuell. Kalista. Kalista finde ich sehr schön, dass sie mal wieder ein bisschen Liebe bekommt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich worthy ist, weil Kalista ist super schwer zu balancen. Sie ist halt ein Champion, der im Competitive extrem stark ist
und im Solo-Queue eher schwach ist. Ich meine, jetzt, wo die Worlds dann vorbeigehen, den Champ zu buffen, ist vielleicht genau die richtige Entscheidung, weil dann die Leute im Solo-Queue so ein bisschen mit ihr spielen können und es nicht direkt im Competitive Abuse wird. Aber muss man mal sehen, wie das Ganze wird. Sie macht jetzt quasi, also hier ist die Idee, dass sie besser ihre W auslösen kann. Und zwar ist das Mark, das heißt, wenn beide dieses Mark auslösen, dann müssen ja beide dasselbe Ziel angreifen, hat man jetzt eine Sekunde mehr Zeit und der Schaden ist deutlich höher. Auf Stufe 1 sind es 5% Maximum Life Damage, wo gemerkt, das ist super krass. Und im Late Game 3%. Aber gerade, weil man da auch erstmal nur einen Punkt reinmacht, ist das schon sehr, sehr saftig. Kayle, muss ich persönlich sagen, habe ich bisher noch nie wirklich insane gesehen, dass sie wirklich ausgerastet ist. Aber es gibt viele Leute, die sich beschweren, dass sie sehr dominant wird, vor allem auf der Laning Phase. Ich meine, sie wurde ja letztes Mal nochmal wieder gebufft, ihre Passive wurde gechanged, dadurch ist sie jetzt noch schneller stärker. Und sie soll jetzt nicht mehr ganz so dominant auf der Lane sein, das heißt, ihr Radiant Blast macht deutlich weniger Schaden. Im Early Game 10, aber später 30 weniger Schaden. Ist fein, finde ich, dass man den Damage reduziert, weil ihr Schaden kommt ja vor allem durch die Auto-Attacks. Und auch ihr Celestial Blessing, das heißt, ihr Heal kostet 10 mehr Mana. Ist cool, finde ich, sind coole Änderungen, ist auch nicht so harsch, kann man machen. Malphite. AP Malphite sieht man in letzter Zeit sehr, sehr oft, vor allem im Jungle. Ist sehr fies gegen zu spielen, wobei ich es jetzt nicht broken finde. Es ist so ein bisschen wie LeBlanc, wie ich finde. Das heißt, oder wie Veigar. Es ist super toxisch, wenn du einen Malphite, der Full AP ist, auf dich ultet und abbekommst. Das fühlt sich nicht geil an, weil du einfach stirbst. Aber danach ist er einfach wie so eine Panzerfaust. Du musst eine Minute nachladen, da kommt gar nichts. Also klar, du kannst immer noch dein Q&A machen, aber das ist, du bist aus Papier, du bist ein Papierstein, ne? Da kommt nicht mehr wirklich viel. So ähnlich ist es bei LeBlanc und Veigar auch. Und deswegen finde ich, ist es eigentlich okay, aber jetzt 0,2 runtergenommen, das ist super harsch. Super harsch. Super harsch. Das tut weh. Auch Nautilus wird genervt. Tanks all over the place. Und zwar wird hier der Schaden von der Ultimate runtergenommen, 50 weniger Damage. Ich meine, klar, es ist Point and Click. Kann man verargumentieren. Ich hätte sogar gesagt, wer ein bisschen entgegengekommen hätte, gesagt, 175 reicht auch. Ich hätte, glaube ich, gesagt, 175 und hier trotzdem 400. Dass man den Gesamtdamage ein bisschen verändert. Aber ja, ich meine, Tanks sind auch nicht da, um Damage zu machen. Das muss man ganz klar einfach mal sagen. Tanks sind dafür da, zum Tanken. Ne, jeder kennt dieses Gefühl, wenn so ein schöner Tank auf dich einschlägt und dich einfach one-shottet mit Full Tank-Items. Vielleicht nicht one-shottet, aber dich einfach out-traded, gnadenlos. Pantheon ist so ein Phänomen, das komplett an mir vorbeigeht. Ich weiß nicht, wieso. Ich weiß wirklich nicht, wieso. Und zwar ist es bei Pantheon so, dass er immer noch zu stark ist anscheinend. Die Leute beschweren sich über, er ist zu stark, er wird zu viel gepickt. Ist das so ein Ding, das nur ein Challenger ist, oder ist das auch was in Diamond? Weil in Diamond, ich sehe da überhaupt nichts von. Immer wenn ich einen Pantheon sehe, dann rennt der quasi, oder er springt die Mitte runter. Also weiß ich nicht. Sein Q Comet Spear, der wird jetzt reduziert. Das heißt, an Minions macht er nur noch, also hat er eine Damage Reduction von 30%. Er macht also nur noch 70 statt 80% Schaden. Also ist der Wave Clear deutlich schlechter. Und das ist schon hart für Pantheon, weil er dann natürlich nicht so schnell auf die Lanes roamen kann, beziehungsweise die Lane verlassen kann. Und auch der Execute Threshold wurde auf 20% reduziert, das macht das Ganze natürlich auch ein bisschen schwieriger. Und auch die W wurde etwas verändert, und zwar springt er nicht mehr ganz so schnell. Vorher mit Mobi-Boots ist er natürlich, falls oder halt generell mit schnellen Boots und noch vielleicht ein Cloud Drake oder sowas, das hat alles in seine W-Animation reingescaled, was ich sogar okay finde. Wobei finde ich das okay, Kha'Zix etc. springen auch nicht schneller. Warum sollte Pantheon das können? Nee, finde ich nicht okay. Hab meine Meinung geändert. Entweder alle oder gar nicht. Wobei, man kann sowas auch nicht immer sagen. Der eine hat das Kit, der andere hat das Kit. Und in das eine Kit passt es vielleicht besser rein. Von daher. Ja, das bedeutet, er scaled nicht mehr und springt nicht mehr ganz so schnell. Sejuani. Sejuani ist auch so ein schwieriges Ding. Weil Sejuani ist irgendwie, ja, sie ist entweder broken oder useless. So dazwischen gibt es da einfach nicht, ne? Und gerade im Competitive wird sie dann immer abused. Und es heißt halt, nee, Sejuani ist zu schwach. Spielt überhaupt niemand, ist useless. Oder sie wird permapickt. Eins von beiden. Das heißt, auch jetzt, sie kriegt mehr Attack Damage, kriegt ein bisschen mehr Health Growth und ein bisschen mehr Attack Speeds. Attack Speeds klingt immer useless auf so einem Jungler, aber ne, Attack Speed ist gerade durch den Jungle sehr, sehr gut. Auch auf so einem Tank. Aber ihr Arctic Assault wird gebufft. Assault. Macht jetzt im Late Game 40 mehr Schaden und hat 0,2er mehr AP Scaling. 40 mehr Damage ist tatsächlich sehr, sehr viel, allerdings maxst du die Q sehr spät. Wenn mich nicht alles täuscht, sogar erst als letztes, vielleicht durch diesen Buff sogar als zweites, könnte man drüber überlegen, weil 280 Schaden, lasst uns super ehrlich sein, das ist insane viel, Leute. Das ist fucking insane viel. Dadurch soll vor allem der Late Game Damage von Sejuani gebufft werden, aber vielleicht, wenn man das schon als zweiten Spell bufft, könnte das echt rasten.
Silas. Silas ist ja auch so ein Problem. Gerade im Competitive und Solo Queue wird er sehr, sehr unterschiedlich gespielt. Da ist Riot die ganze Zeit dran, das so ein bisschen zu verändern, dass er ein bisschen gesünder bei beiden ist. Und jetzt wird er wieder ein bisschen gebufft. Vor allem hier, er hat jetzt 39 Magieresistenz. Das finde ich, also, Leute. Das finde ich ein bisschen harsch. 39 plus Magie. Packst du dir noch 6? Oder sind das 6 oder sind das 9 in den Runen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube sogar 9. Vielleicht aber nur 6. Ne, ich glaube 9. Wenn du 9 reinpackst oder vielleicht sogar doppelt 9. Oder sind es nur 6? Oder sind es 7? Ja, egal. Auf jeden Fall, wenn du Magieresistenz reinmachst, holy shit, du bist ja Full Tank. Das ist ja komplett GG. Dafür hast du ein bisschen weniger Health Growth, aber mehr Health Regen. Ja, ist eigentlich ein Buff für ihn. Gerade in der Laning Phase. Und er braucht weniger Mana für sein Kingslayer. Also, oh, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde, der Nahkämpfer sollte man punishen können. Ne? Aber wenn der halt so viel Magieresistenz hat und Talon funktioniert auch nicht gut. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, ich pick da einfach AD-Schad. Das funktioniert nicht so gut gegen Silas. Thresh, sein Flay wird angepasst. Und zwar ist die Breite der Animation größer als die Hitbox. Ne, umgekehrt. Increase the width to match the actual Hitbox for the gameplay. Das heißt, die Hitbox ist größer. Also er macht so da er schleift also mit seinen Schleifers, mit seinen Flayers. Und die Hitbox ist größer als die Animation. So, das heißt, das wird angepasst. Ist sehr cool. Sollten sie für viele Gems machen. Zum Beispiel für Lux. Lux ist ja, also Hitbox-mäßig, ich weiß, es ist immer noch schwierig wegen Höhenunterschied, aber die Lux-Hitbox ist ein komplettes Mysterium. Und die Draven Ultimate-Hitbox, die ist ein absolutes Mysterium. Also, pfft. Na gut. W-Bonus Attack Speed increased hier, decreased, sorry, auf Xayah, das heißt auch Xayah, wir haben jetzt sehr, sehr viele ADKs, die genervt wurden, wird nochmal deutlich reduziert, muss man sagen, deutlich reduziert. Das Lustige ist natürlich, das wurde erstmal vor kurzer Zeit, also vor kurzer Zeit 2-3 Patches oder so angehoben, jetzt wird sie wieder runtergemacht. Die Frage ist natürlich, die wir uns stellen müssen, welche ADKs werden dann jetzt gespielt? Ich sag euch, Twitch wird wieder sehr stark, Vayne könnte backkommen, Kog'Maw wurde auch mal gebufft, aber ich glaube nicht, dass das reichen wird, um ihn wirklich, weil er ist sehr speziell. Aber ich sag Twitch, vielleicht sogar Miss Fortune. Natürlich kann man die alten ADKs auch noch spielen. Ezreal weiß ich nicht. Ezreal ist ein schweres Ding. Sieben vielleicht wieder? Ich weiß nicht. Gut, das war's damit. Wir können noch mal schnell in die Teamfight-Tactic-Patch uns reingucken, für die es interessiert. Das machen wir ganz fix. Ich muss natürlich, Disclaimer, ich bin kein Ultraspieler und ich habe auch nicht so viel Teamfight Tactics auf dem PB gespielt, 2-3 Runden mehr nicht. Kann aber so einen ganz groben Overview geben für alle, die da nichts mitbekommen haben. Das erste ist, es kommt Rise of the Elements. Das heißt, es kommen komplett neue Einheiten und ein neues Board und neue Belohnungen, alles. Sieht super cool aus und macht richtig Bock. Viele Änderungen. Das erste ist, dass jetzt das Feld nicht mehr 3x7 ist, sondern 4x7. Das bedeutet, ihr habt eine Linie mehr nach oben. Ihr habt also viel, viel mehr Platz, um eure Einheiten aufzustellen. Und das bedarf natürlich mehr taktische Tiefe. Ihr bekommt im Early Game weniger Player Damage, dafür im Late Game mehr. Ja, hier sind so ein paar Sachen, die sind, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Wichtige Dinge könnten sein, dass wir... Ja, das hier ist sehr, sehr wichtig. Und zwar der Champion Pool verändert sich. Das bedeutet, es sind 39... mal die T1-Champs drin. Ich glaube, jeder Champ ist 39 mal drin. Das bedeutet das. Und jetzt ist von denen nur noch 29 drin. Dasselbe für T2, T3 und T4. Das heißt, von allen sind weniger drin. Was will Riot damit machen? Es gibt ja 1000 Möglichkeiten aktuell. Ne? Es gibt ja wirklich, du hast links einfach 10 so Dinger. Du hast da Mystisch, du hast Wüste, du hast Sand, du hast Gestein, du hast Feuer, Wasser, Luft. Du hast einfach eine Milliarden Dinge da links. Und wenn du jetzt siehst, dass zwei Leute auf Feuer gehen, dann musst du umdenken. Es können nicht drei Leute dasselbe bauen. Das geht nicht. Also es geht schon, aber dann ist da ein absoluter Engpass. Und das ist jetzt wirklich diese taktische Tiefe, dass du sagst, okay, der baut da so viel und der hat vielleicht schon auch da die alle auf zweit. Er muss sich jetzt umdenken. Oder du kaufst ihm die Sachen auch weg. Das funktioniert dann natürlich auch besser. Die Mana Generation ist auch etwas anders. Und zwar war die vorher 6 bis 10 pro Attacke. Das bleibt jetzt bei 8. Und die 3 Star-Champions bekommen jetzt 12 Mana pro Angriff. Ich meine, ne, ist interessant zu wissen. Denn das Ganze geht jetzt sehr viel um Mana, muss man sagen, dieses Spiel, ne? Allerdings wird weniger Mana regeneriert, wenn ihr Damage bekommt. Items wurden natürlich verändert, das heißt, die ganzen Items mit dem Spatula sind jetzt anders, weil es natürlich andere Rassen gibt. Oder Völker oder Klassen oder Spezifikationen, was auch immer. Außerdem, was sehr, sehr wichtig ist, dass Spatula-Items keine doppelten Stats mehr geben. Das ist sehr, sehr wichtig. Außerdem wichtig ist, dass Death Cap jetzt 75% Power gibt. Das heißt, Death Cap, gerade Zauberer werden sehr, sehr wichtig werden. Denn
Ja, das ist ja Rise of the Elements. Und da sind eine Großzahl an Zauberer drin. Und ich denke, das wird wirklich eine sehr, sehr große Rolle spielen. Ja, ansonsten... ich glaube, das war's so ziemlich. Also hier sind natürlich alle Items. Das muss man, wenn man da Bock drauf hat, sich das durchlesen. Hier sind ein paar Items, die so ein bisschen verändert worden sind. Aber mehr oder weniger war es das auch damit schon. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Fitness war super geil. Gruß geht noch raus an alle meine Hirse-Mains und Hirse-Fans der Hirse-Armee. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen und tschüss. Ich habe euch lieb. Schönen Dienstag euch. Miau, miau. Oder Mittwoch, wenn ihr es erst am Mittwoch guckt. Zum Beispiel.